ich habe mich endlich mal aufgerafft und angefangen mit meinen Tourentipps-Videos, beziehungsweise fange das jetzt hier gerade an. Endlich habe ich mich mal am Riemen gerissen und es soll losgehen mit der Hochrhönstraße. Und das wird auch gleich eine kleine Serie. Heute im ersten Teil geht es mal um die Strecke an sich. Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann bleibt dran. Ja, hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Format so ein bisschen und einer neuen Serie, nämlich die Serie über die Hochrhönstraße. Die wollte ich euch die ganze Zeit schon mal vorstellen und ja, ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Ich befinde mich ja hier schon drauf, aber ich will sie mal so richtig im Ganzen vorstellen sozusagen. Und zwar in meinem Fall von Süden nach Norden. Das ist so meine Lieblingsrichtung, in die ich fahre, sage ich mal. Und da geht es sozusagen gleich direkt, wenn ihr in Bischofsheim unten von der großen Bundesstraße abfahrt und dann hier hoch Richtung Hochrhönstraße geht es auch schon gleich los. Lustigerweise ist das schon fast symmetrisch sozusagen. Gleich am Anfang ein paar richtig schöne Kurven, da ist es auch noch 100. Hier haben wir jetzt so zum Beispiel gerade mal 50, komme ich aber gleich drauf. Wie gesagt, da unten ist noch 100, richtig schöne, erstmal ein paar Kurvchen zum Einschwingen. Dann kommt eine, da ist ein Schullandheim, da ist dann auch mal auf 60 runter beschränkt. Aber wie gesagt, dann kommen auch noch zwei so richtig schöne Kehrtwenden sozusagen drin. Super zum Fahren, super Belag, also das macht richtig Späßchen. Und sobald ihr dann hier oben auf dem Plateau angekommen seid, ist halt auch Naturschutzgebiet. Damit ist 80 und die 80 ist es auch bis hinten am anderen Ende. Das Ganze nennt sich hier ja auch Lange Rehlen. Also wenn ihr jetzt hier so darüber guckt, da drüben fahren wir gleich lang. Das geht hier alles auf diesem Bergkamm entlang in der typischen Rhönlandschaft, würde ich mal sagen. Rhön macht ja auch immer wieder gern Werbung mit dem Land der offenen Ferne. Das sehen wir vorne jetzt gleich noch mal ein bisschen schöner. Und wie gesagt, hier auch die schönen Rhönschafe gibt es auch im Original zu sehen. Also das hier oben ist wirklich was zum Chillen. Ja. Wer auf Knieschleifen aus ist, sollte das Ganze bitte auslassen. Weil hier, wie gesagt, haltet euch dran, 80 und dann hier mal richtig schön geschmeidig hier oben langrollen. Das ist sowas zum Chillen, zum Runterkommen, Aussicht genießen. Und nicht hier durchbügeln wie bekloppt. Für diejenigen, die das nicht ganz so gut aushalten, und ich muss gestehen, für jeden Tag ist das hier auch nichts für mich. Und auch nicht jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, dann fahre ich hier immer den oberen Kamm lang. Das ist auch wirklich so für mich so ein bisschen was, um mal ein bisschen abzuschalten, einfach gemütlich hier vor sich hin zu rollen. Aber im Normalfall will ich ja doch auch schon ein bisschen was arbeiten sozusagen. Und dafür gibt es aber zahllose Möglichkeiten, na zahllos sind sie nicht, ich kann sie nämlich zählen, um sozusagen immer wieder nach links oder rechts runter zu fahren. Wobei die richtig guten Sachen, die mir immer gut gefallen, sind alle Richtung Osten hin. Da gibt es für mich immer so vier Kandidaten, die ich immer wieder gerne fahre, die ich wie immer wieder gerne mitnehme. Nach der westlichen Seite hin gibt es eigentlich auf der ganzen Strecke nur zwei mögliche Abfahrten, die man wirklich benutzen kann. Haben auch ein bisschen was, aber nicht ganz so fein. So, und die will ich jetzt auch noch mal ein bisschen, auf die will ich ein bisschen näher eingehen. Die eine hat man vorne eben gerade gesehen, das war da, wo es 50 war. Da geht es jetzt dann runter zu einem Ort, den ich immer falsch ausspreche. Ginloss heißt da, glaube ich. Wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder falsch ausgesprochen. Wunderschöne Strecke, geht dann am Basaltsee vorbei, den seht ihr zwar nicht, aber das ist so die Strecke und da auch wieder so richtig schöne, langgezogene Kurven, viele könnt ihr da runterfahren. Generell ist es so, von den vier Strecken, die ich hier so typischerweise dann immer hoch und runter fahre, habe ich zwei, die für mich Pflicht sind, hoch zu fahren. Komme ich auch gleich dazu.
Bei den anderen beiden ist es zwar auch so, generell ist es ja für uns, glaube ich, immer schöner hochzufahren. Die Kurven fahren macht einfach mehr Spaß, lässt sich angenehmer fahren. Aber sozusagen die erste nach Ginloffs runter, das ist so für mich eine, da ist es egal. Die kann ich auch gut nach unten fahren. Und dann komme ich nämlich schon zu meiner zweiten, und das ist, denke ich mal, schon allseits bekannt, der Franzosenweg. Das Ding ist einfach nur Spaß. Hat zugegebenermaßen auch ein paar Straßenschäden drin, also Unebenheiten ist im Ganzen, aber halt auch richtig schön wellig. Trotzdem noch ein ziemlich guter Zustand, und das Ding, das macht einfach nur Spaß. Also das fahre ich schon seit Jahren immer wieder, und wie gesagt, das ist für mich auch eine von den Pflichtstrecken, hochzufahren. Also einfach nur herrlich. Und was ich da, ich habe es glaube ich auch schon mal in einem getrennten Video gesagt, immer wieder gut finde, ist, dass man trotz des ganzen Geschlängels noch relativ weit gucken kann. So, Nummer 3 ist dann wieder eine, die ich tendenziell eher runter zu fahre. Und das ist jetzt da gleich hier. Da geht es zur Roter Kuppe runter. Theoretisch wäre eben auch noch vorher eine kleine gewesen, die dann zur Thüringer Hütte hingeht, aber die finde ich einfach zu schmal, lässt sich nicht wirklich schön fahren. Hier runter Roter Kuppe, dann hängt es so für mich davon ab, wo will ich dann hin, weil vor der Roter Kuppe könnte auch noch mal rechts fahren und dann halt kommt da am Thüringer Haus vorbei oder an der Thüringer Hütte vorbei und dann geht es runter zu wieder Richtung Oberelsbach und so weiter. Auch eine schöne Strecke, schöne Fläche, wo man gucken kann. Super Ding, aber meistens fahre ich dann wirklich nach Rot runter. Und da hat man dann auch wieder so richtig schöne zwei größere Serpentinen, die man fahren kann. Und das ist dann halt immer so die Ecke, wo ich jetzt da sagen muss, es geht links oder rechts. Und dann fahre ich halt, das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich sozusagen von Norden nach Süden die Strecken abklapper oder von Süden nach Norden. Wenn ich sozusagen meine, wie ich es ja jetzt hier gerade sage, die Strecke Richtung Norden macht, dann geht es wie gesagt eher nach Rot runter, weil ich dann auf die letzte Strecke komme, die eigentlich zu meinem Hauptrepertoire gehört, aber die höre ich mir jetzt da auch noch ein bisschen auf, weil jetzt da kommt hier noch mal eine so ein kleiner Tipp auch wiederum für Leute, die es eher gechillt angehen lassen, weil ihr seht schon, hier steht jetzt auch ein Schild 40. Es geht zum Hillenberg, das muss ich mir auch immer merken. Hillenberg, da ist so ein Jugendzeltlagerplatz, da ist auch noch oben so ein kleines Kapellchen. Ich muss gestehen, ich bin noch nie dahin abgebogen. Oben auf dem Berg, da ist auch noch eine Burgruine, wobei von der glaube ich auch nur noch so ein bisschen die Fundamente stehen. Also nichtsdestotrotz, wie gesagt, hier ist jetzt da so nochmal ein ganz kleines Sträßchen, seht ihr schon, 40 war angesagt, also das ist nochmal gechillter wie auf der Hochgrundstraße selber. Aber das hat einen Grund, weswegen ich euch die hier auch mal zeige. Das Ganze schlängelt sich jetzt hier so bis runter nach Hausen. Und es ist immer so, also es ist wirklich nur dieses kleine Sträßchen, auch schön kurvig, aber der eigentliche Grund, weswegen ich hier lang fahre, ist hier drüben in dem Tälchen drin, der Eisgraben. Da ist so ein kleiner Wasserfall sozusagen, jetzt nichts Weltbewegendes, aber schön anzugucken, und so ein kleiner Rastplatz. Auf der Kamera seht ihr das jetzt da nicht, so ein bisschen da drüben, können dann ausmachen. Und natürlich wäre es vorne von der Straße aus näher dahin zu laufen, vielleicht 200 Meter oder so. Aber vorne halt Naturschutzgebiet, Parkverbot, das heißt, da könnt ihr nicht parken. Allerdings hier auf dieser kleinen Gasse kommt jetzt hier vorne eine kleine Möglichkeit, wo man parken kann. Und ihr seht schon da die Wandersleute. Wenn ihr also ein bisschen motiviert seid, dann könnt ihr von hier aus zum Eisgraben mal hinlaufen und könnt dort halt einen gemütlichen Stopp machen, sage ich mal. Ihr seht schon, hier ist auch ein bisschen eine Bank nochmal. Hier um die Ecke sind zwei, drei Parkplätze. Und von dort sind es dann etwa ein bisschen was über einen Kilometer zu laufen bis hin zum Eisgraben. Und ja,
Und selbst hier, wenn ihr nicht zum Eisgraben laufen wollt, seht ihr ja hier die Bank. Das ist so ein Plätzchen mal zum Pause machen. Und hier habt ihr jetzt da wirklich das Land der offenen Ferne, würde ich mal sagen. Also da braucht ihr euch jetzt nicht mehr fragen, woher der Name kommt. Ihr könnt hier wirklich gucken bis zum geht nicht mehr. Hinten, das ist dann schon Thüringer Wald, glaube ich. Also da kann man schon genießen, wenn man die Zeit und die Ruhe dafür hat, sowas zu machen. Und wie gesagt, für diejenigen, die es gerne ein bisschen actionlastiger habt, nutzt die Möglichkeiten halt immer wieder schön, die Strecken nach unten zu fahren. So, ich habe mich mal hierhin zurückgemogelt, weil ich eigentlich auf der Hauptstrecke weiterfahren will. Kleiner Hinweis nochmal und auch passend zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wie gesagt, wenn es hier lang gehen soll, dann bitte gechillt. Weil hier an der Stelle zum Beispiel stehen auch gerne mal die Ordnungshüter und messen ein bisschen, ob ihr das Ganze nämlich auch einhaltet. Das heißt, ihr seht schon hier oben, nix Rennstrecke, hier wird vernünftig gefahren, bitte. So. Wenn ihr dieses kleine Streckchen hier runterfahrt und wie gesagt vielleicht den Stopp am Eisgraben macht und so weiter und den dann ganz bis unten rausfahrt, kommt er wie gesagt in Hausen raus. Und Hausen ist dann auch das Stichwort für meinen letzten Abschnitt hier auf der Ostseite, den ich vorstellen will und eine von meinen Pflichtstrecken, die man eigentlich hochfahren muss. Das ist nämlich Bergrennstrecke. Aber da halt auch gleich der Hinweis, Bergrennstrecke ist das, oder eine Rennstrecke ist das Ganze auch nur während dem Rennen und dann auch nur für die Teilnehmer vom Rennen. Also nicht da Amok laufen auf dem Ding, auch wenn die Strecke noch so schön ist, mit Unterfahrschutz und allem drum und dran und natürlich auch die Streckenführung an sich das entsprechend hergibt. Nichtsdestotrotz, ich denke mal, man kann da auch gut Spaß haben, wenn man sich an die 100 hält. Also Riesengaudi, wie gesagt, Pflichtstrecke für mich zum Bergauffahren. Einfach ein schönes Ding, kann man immer wieder mitnehmen. Und dann sind wir auch schon fast hier oben angekommen und dann haben wir nur noch ein kleines Stückchen bis hinten an das, was ich sozusagen als das Ende von der Hochgrundstraße betrachte. Und dann kommt wieder der Punkt zum Tragen, was ich gesagt habe am Anfang. Ist so ein bisschen symmetrisch. Das heißt, vorne haben wir schön angefangen, erstmal mit normal 100 und hier eine schön kurvige Strecke den Berg hoch und genauso endet es hinten auch wieder. Das heißt, hinten, sobald jetzt dann quasi das Naturschutzgebiet aufgehoben ist, ihr wieder 100 fahren könnt, dann geht es auch wieder schön los mit zwei langgezogenen Kurven eigentlich. Dann ein bisschen eine kleinere Kurvenkombination und dann kommen wieder zwei richtige Serpentinen zum Fahren. Ein bisschen, wobei es noch schnelle sind, also die man relativ zügig fahren kann. Und dann geht es im Prinzip kerzengeradeaus erstmal auf Ladung unten zu. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Ja, ganz unterlassen will ich natürlich aber die zwei Kandidaten nicht, die jetzt da hier immer links weggehen, dann Richtung Westen hin. Die eine ist hier direkt am Dreiländereck und führt dann runter nach Seiferts. Schönes Ding eigentlich. Also ich würde jetzt sagen, ist jetzt nicht wirklich irgendwas, wo ich es permanent drauf anlege und wo ich sage, boah, da muss ich jedes Mal runterfahren. Da sind mir eigentlich fast alle Kandidaten, die so nach Osten hinweggehen, drüben sind mir auf jeden Fall lieber. Nichtsdestotrotz hat die auch was. Wiederum, wenn ihr jetzt hinten rausfahrt, zwei richtig schön langgezogene Kurven nach unten raus. Die Strecke ist auch gerade erst neu gemacht in großen Teilen. Das heißt, richtig schön und herbelag, kann man richtig gut fahren. Aber auch hier sind dann zwischendurch zumindest noch mal ein bisschen Sachen 80 beschränkt. Hier im Moment auf jeden Fall noch, weil das ist noch, gehört noch zum Naturschutzgebiet. Vorne endet es dann, dann kommt wieder mal ein bisschen was. Also ihr seht schon hier, das ist auch eher noch eine gechillte Sache, auch wenn es hinten ein bisschen schneller wird. Der zweite Weg, der dann wiederum hier auf der westlichen Seite runtergeht, ist vorne direkt, wenn er vom Franzosenweg hochkommt. Da könnt ihr im Prinzip geradeaus direkt über die Kreuzung drüber wegfahren, also über die Hochrheinstraße geradeaus drüber weg.
und fahrt dann Rinder Richtung Wüstensachsen. Was ich dort echt schick finde, ist, dass wenn ihr dann um die erste Kurve rumbiegt, so eine leichte Kurve, dann fahrt ihr sozusagen, die Straße führt sozusagen geradeaus auf das Radom zu. Ich meine, natürlich liegt ein dickes Tal dazwischen und ihr fahrt nicht wirklich geradeaus, aber so rein optisch. Ist immer wieder ein schönes Motiv für ein Bild, würde ich mal sagen. Aber was danach kommt, ist zwar auch eigentlich von der Streckenführung recht schön, allerdings sehr verranzt. Also da ist ein reiner Flickenteppich und jetzt auch wirklich ein unangenehmer. Also da wird man ganz schön ordentlich durchgeschüttelt, kann eigentlich nicht wirklich geschmeidig fahren. So ähnlich wie es jetzt hier, ihr seht die Straße geradeaus Richtung Radom da eben geführt hat. So ähnlich ist das da drüben dann auch. Und hier seht ihr jetzt auch 80 Ende. Jetzt könnt ihr auch mal ein bisschen was laufen lassen. Tja, und das war es, glaube ich, gewesen für mich mit meiner Auftaktfolge über die Strecke an sich, über die Hochrheinstraße. In den nächsten Folgen wird es dann halt drum gehen, wo er auf der Strecke oder auf den verschiedenen Strecken, die ich heute genannt habe, mal schön Päuschen machen kann. Und zwar jetzt nicht so wie am Eisgraben, wo ihr A, ziemlich weit laufen müsst und B, euer Frühstück und euer Getränke selber mitbringen müsst, sondern natürlich Sachen, wo man schön mal einkehren kann. Wie gesagt, das erwartet euch jetzt in den nächsten Folgen. Ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Denkt dran, abonnieren, Glöckchen anmachen, dann werdet ihr informiert, sobald die Folgen entsprechend rauskommen. Ja, und für mich soll es das für heute gewesen sein und mir bleibt wie immer nur zu sagen, übertreibt's nicht und genießt den Scheiß und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und tschüss.